Die ersten 5 Minuten sind absolutes Fanboy-Gelaber, deswegen für die, die jetzt schon abgefuckt sind, spult bitte auf 5 Minuten vor. Danke! So Leute, so hört es sich das nämlich an, wenn ich auf Punjis mit Pan... Tschüss. Okay, Leute, wir gucken uns jetzt als Gruppe D, in Gruppe D, Achtelfinale der JCC 2020 als allererstes Punjis an mit dem Song Karo Cream. So, und ich bin ganz ehrlich, Punjis, no chance. No chance about other Teilnehmer, other people of the Kanal Julians Blockpad. Mein Englisch ist so kacke. Leute, für mich ein Turnierfavorit. Turnierfavorit. Ohne Witz, Dicker, ne? VBT habe ich so lange verfolgt, ne? So lange, bis VBT Elite. Dann hatte ich keinen Bock mehr, Alter. VBT 15, es waren so geisteskranke Teilnehmer bei. Entertainment 80. Und dann habe ich gefunden, Herr Kuchen und Punjis. So, Herr Kuchen, direkt, das war mein absoluter Favorit mit Punjis zusammen. Die beiden. Und jetzt sind die beiden auch noch cool die ganze Zeit miteinander. Plastik-Shit, jetzt wird abgespritzt. Ich bringe Punjis mit 3 Liter Sahne, Bitches. Beim Blasen, Plastik-Shit, jetzt wird abgespritzt. Ich bringe Punjis mit. Oh, und dann noch die Line, mein Kondom gleicht den gelben Sack. Nee, ehrlich nicht. Und dann gehe ich auf diesen Kanal und auf einmal kommt... Punjis Quali ist so, okay, gucke ich mir gerne an. Okay, let's go. Und dann kommt so, also das ist ja unfassbar lächerlich. Ich habe gar keinen Bock hier teilzunehmen. Gib mir mal den Yannix in der ersten Runde, also gib mir mal eure Favoritenpunkte. Wunderschönes neues Jahr, ich bin noch weihnachtlich gelaunt, deshalb bleibt euch den Schornstein auch und scheiße in dein Haus. Hallo, Yannix, ich darf so gar nichts in der Vibrator deiner Ex und Cabris und kranker Anis. Digga, ey, yo, Vitality, es tut mir auch leid mit dem Yannix. Never let me know, meine ich jetzt nicht, im Endeffekt seid ihr mir alle zu wack. Aber Hauptsache in den Liner nachher Double Time rappt. Oh, und dann kommt hier. Hauptsache, ihr habt Lines über Waffen im Track und Hauptsache, ihr habt Lines über Basti und Lance. Und jetzt kommt die beste Line, Alter. Hey, Lance, ich finde dich gar nicht mal so dope. Nein, Alter, hat jetzt mal ein Doppelreim in your Lo-Fi. So richtig abwertend, so mega geil und jede einzelne Runde totgefeiert. Sogar seine Ausstiegsrunde gegen Ace hätte die eingereicht und wenn ich ausgestiegen hätte, locker gewonnen. Junge, er hat Zeilen, er kann battlen, das ist unglaublich. Des Todes gefeiert, außer die Runde gegen... diesen Fanboy. Das war, glaube ich, sein 64. Oh, vor Runde 2. Gegen, Alter, Mr. Wie hieß der, Alter? Mr. Wichser? Nee, gar nicht wahr, wie hieß der? Mr. Geht so, mir geht so und so. Der Typ, der seine fucking Katze beim Streicheln da scheißt. Da war ich. Seine... Wenn du deine fucking Katze beim Scheißen streichelst. Ohne Witz, ne? Also ich habe mein Handy hier liegen und die Vorrunde 1, die ist, glaube ich, bei meinen 500 Songs ungefähr bei Platz 50 bei meinen meistgehörtesten Songs. Ey, du denkst, dass du Punjis fixst? Ey, das war so dope einfach. Und VBT Elite fand ich, aber muss ich ehrlich gestehen, Punjis überhaupt nicht mehr geil, wirklich gar nicht. Die Runde gegen Flex fand ich noch cool. Aber sonst der Rest irgendwie nicht mehr so. So, ich laber wieder viel zu lange. Ich schwärme über Punjis. Punjis. Fan seit Tag 1 und aus seiner alten RBA-Runden. Holy fuckeroni. Ja, also Punjis ist wirklich für mich auf jeden Fall Turnierfavorit. Auf jeden Fall. Karo Cream, bin ich sehr gespannt. Die letzte Runde, Laser Flow, fand ich sehr, sehr cool. Viel Power, coole Lines, aber nicht so mega krass. Quali fand ich auch nicht so mega krass, aber ich weiß einfach, was er kann. Und Karo Cream ist der Song. Ich laber wieder viel zu lange. Holy shit, ist jetzt schon abgeturnt. Ich weiß, aber jetzt geht's los mit Karo Cream. Ich hab so Bock. Ja, es ist Tune, der Boss. Ich hab eine Menge loszuwerden. Okay, Punjis. Ey, ohne Witz, richtig Bock. Great of Bakery, das ist auf jeden Fall ein Kuchen von Herr Video.
On-Air-Video. Ey, sorry, findet ihr bestimmt gar nicht so witzig, aber ich find's gerade echt. Junge, was ich manchmal für. Oh, es ist gerade die ganze Uludag über mein Bildschirm gekippt, Alter. Oh Mann, Alter, ein Kuchen von Herr Video. Ja, moin. Ein Video von Herr Kuchen und wir wissen ja bekanntlich auch aus dem JBB 18 und auch Laserflow, dass der Junge einfach. Boah. Der macht Blockbuster-Videos, das ist wirklich geisteskrank. Also Grüße nochmal hier an Voodoo Beats für den Beat, der bestimmt heftig reinknüppelt. Besten Grüße gehen raus an Punches, Fan seit Tag 1. Und auch Grüße an Herr Kuchen, auch Fan seit Tag 1 auf jeden Fall, ne? Ja, warte mal, ich muss mal kurz hier die ganze Sippe hier ein bisschen verschmieren. Und gleich mein Monitor ein bisschen. Okay, ja gut, das Video wird auf jeden Fall fett. Digga, es wird fett. Okay, nice. Und Herr Kuchen hat ja auch eine saubere Audio, wenn er das noch bei ihm aufnimmt im Studio. Perfekt! Ein Kuchen von Herr Video, also wirklich. Oh man. Yeah, Rapper machen jetzt auf Amphetaminhändler, doch sehen dabei aus so wie Country-Musiksänger. Boah, Alter! Direkt kommt er mit einem sechssilbigen Reim. Amphetaminhändler, Country-Musiksänger. Richtig schöner Front gegen alle Rapper. Und auch wie er reinkommt, Alter, ohne Witz, voll krass. Yeah, Rapper sehen aus wie Amphetaminhändler, doch sind dabei aus so wie Country-Musiksänger. Alter, richtig krass. Richtig nice und Video, ollo, Schwede, Alter. Guck wie Punches den Beat schwängert, ihr wollt Cash mit Mucke machen, doch droppt eure Alben auf Retransfer. Alter, auch zu sagen, guck wie Punches den Beat schwängert. Mega nice, Beat schwängert auf Retransfer. Ja, ist okay. Aber coole Aussage auf jeden Fall hinter. Aber wer macht denn das? Hä? Lost? Aber Video, es ist schon wieder nice. Und der Beat, der gefällt mir direkt. Diese Klaviereinspieler, mega nice. Und der Einstieg und dann, guck wie Punches den Beat schwängert. Was für Fotzen, Mann. Ich seh zwar aus wie ein Kind, aber ich bin komplett krank. Auf LSD erfahren, wenn das ich ein ekelhaftes Wesen hab. Denn ich trenne per se geblatt meine Groupies ihren Schädel ab. Behalte nur den Skull, vergrab den Rest im Wald. Und sie sind eins mit der Natur, doch nicht aufgrund der Psychedelika. Okay, nice, nice, nice. Aber ich glaube, er hat gerade irgendwie den Double ein bisschen verkackt, oder? Skull, vergrab den Rest im Wald. Irgendwie kommt das so ein bisschen, so vor, dass das ein bisschen hinterher hängt. So von der Unterstreichung der Zeile. Von der doppelten Aufnahme. So, sagen wir mal so. Und ich find's aber auch geil, so von wegen. Vergrab den Rest im Wald, trennen meine Groupies ihren Schädel ab, sehe aus wie ein Kind, bin trotzdem komplett krank. Auch wie er sich selber überhaupt nicht ernst nimmt. Auch von wegen, die ganze Zeit im Bau bitte, dass er 13 Jahre alt wäre und so. Aber der Junge ist ja 24, so, man sieht ihn das überhaupt nicht an. Und man sieht mir auch nicht an, dass ich 20 bin, so, ne? Sieht man mir nicht an, hört man mir wahrscheinlich auch nicht an. Aber folgt mir auf Instagram, da gibt es richtig geile Pics. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit den letzten Lines kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber es ist auf jeden Fall wieder richtig geil, wie er sich selber nicht ernst nimmt und auf die Schippe nimmt. Das ist einfach nice und dann kann er einfach auch noch Battle-Rap machen. Das ist so nice. Puh. Sehr, sehr cool. Und will eine Borderline-Schlampe sich einen Vorteil verschaffen, von mir gefickt zu werden, lässt sie sich im Porno misshandeln. Ihr macht. Boah, starke Übertreibung. Sorgen und Punches, doch wenn ihr wüsstet, Alter, ich nutze zum Pissen von Frauen höchstens den Rückenkratzer. Ich nutze zum Fisten bei Frauen höchstens einen Rückenkratzer. Digga, also, ist ja komplett im Schlachtungs-Entertainment-Modus, Alter. Oh, eben noch gesagt, hier, das ist auf jeden Fall eine coole Übertreibung. Aber was war denn das gerade? Richtig witzig, richtig nice. Richtig nice, man kauft ihm das so null ab und es ist trotzdem einfach so gut rübergebracht. Komplett pures Entertainment-Paket. Ah, nice. Hey, über was soll ich rappen? Zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Was? Zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Vor allem ich fühle das komplett, weil ich hasse meinen Geburtstag so. Ich hasse es so, wenn auf einmal ein 15 Kanacken, einfach mal 500 Leute da sind oder so.
alles Gute. Und man so mega im Mittelpunkt steht. Ich finde das eher unangenehm so, ne? Ich feiere das gar nicht. Und zu sagen, und dann mit diesem Grinsen, diese Attitude, dieses Rüberbringen, visual gesehen. Ja, über was soll ich rappen? Zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Also, es ist schon einfach wirklich, der Typ hat einen Humor. Ich glaube, ich würde mich richtig gut mit dem verstehen. Ich glaube, man kann super ernst mit dem quatschen, aber auch so viel Scheiße labern. Es ist einfach... Ah, ich liebe den Jungen. Ich bin wieder Black aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Ich bin wieder Black aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst, denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Alter, das war die Hook? Junge, die ist ja komplett geisteskrank. Weißt du? Zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Und dann kommt, yeah. Oh, Alter. Wie ging's nochmal? Müssen wir uns nochmal anhören. Ey, ohne Scheiß, die hat mich komplett gecatcht, die Hook. Rappen zu meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein paar auf die Fresse, ehrlich. Yeah. Ich bin wieder Black aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Alter, wie geil ist das bitte? Yeah, ich bin wieder back aus der Grundschule und verpasste pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Digga, das ist so ein geiler Vergleich. Vor allem, ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Man bounce ja auf dem Trampolin. Unfassbar geiler Vergleich. Unfassbar geiler Vergleich, sehr erniedrigend gegenüber Karo Cream, ja, der Pornodarstellerin und, oder Amateur-Pornodarstellerin, wie auch immer. Und ich bin wieder back aus der Grundschule, also, es ist so gut und so musikalisch, yeah, ich bin wieder back aus der Grundschule, seine Power, es hebt sich so ab und es klingt so fett, Alter. Ich bin wieder Black aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Auch mega geil. Und dann einfach diese Steigerung von wegen Back aus der Grundschule. Und dann geht er noch ein Level drüber oder drunter. Ich bin Back aus dem Kindergarten. Meine Texte sind hauptsächlich aus Bitches schlagen. Holy shit. Oh man. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst, denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Ja, auch geil, auch geil. Vor allem vorhin noch zu sagen, ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Und jetzt zu sagen, die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Und es reimt sich auch alles so geil. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin, Karo Cream. Also auch rein strukturtechnisch gesehen ist Punches auch ganz weit oben dabei. Allein der sechssilbige Reim am Anfang hat mich echt wieder komplett in den Sessel gebumst. Yeah. Lass uns beim Erschießungskommando ne ruhige Kugel schieben, Bitch. Ich hinterlasse mehr fucking Tote als Wurstfabriken, meinen. Ich hinterlasse mehr fucking Tote als Wurstfabriken? Also, den Vergleich finde ich echt scheiße. Ganz ehrlich, was ist das denn? Noten ziehen sich mich rein, wenn sie bumsen, lieben. Deine Noten stehen auf Anscheißen und urinieren, Blüte. Two Girls, One Cup. Okay, ja, hier, Wurstfabriken, Kugel schieben. Anscheißen und urinieren. Und davor war auch noch irgendwas. Auf jeden Fall wieder souverän gereimt, schöner Kontext. Oh, Junge, 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 ey, das ist echt krass. Verschmierte Groupies wirken auf mich interessant, doch ich rede nicht sehr viel mit ihnen, außer mit der Hand. Es wird Julian wieder gefallen. Ich rede nicht so viel mit ihnen, außer mit der Hand. Außer mit dem Schwanz, ohne authentische Fotzen, aber wenigstens seid ihr ja echt authentisch besoffen. Ja gut, aber was macht das jetzt für einen Sinn im Kontext? Zum Beispiel zu sagen, okay, außer mit der Hand, außer mit dem Schwanz, voll authentische Fotzen. Aber was hat das mit dem Besoffen zu tun? In welchem Kontext steht das? Meint er jetzt diese kleinen 13-jährigen Bitches? Ich war die ganzen Typen, die materialisieren uns, wir sind Sexobjekte. Ja, wenn ihr euch anzieht wie kleine Nutten auf dem Strich, dann ist das keine Wunder, Alter. Holy shit, Alter, ich raste wieder komplett aus. Ja, okay, das macht jetzt für mich nicht so viel Sinn, aber ist auf jeden Fall trotzdem cool gemacht. So, von wegen, außer mit der Hand.
Außer mit dem Schwanz! Wie er das noch betont. Einfach die Delivery, die er hier an einen Mann bringt, ist einzigartig. So. Stell mal vor, Nevis auf so einem Beat. Was wäre das? Müll. Krass, alter Rapper wie ich rappen vom Frauen schlagen. Und Rapper wie dieser Lasko müssen's dann ausbaden. Lauch. Oh, direkt Fronts auch noch. Oh, ich liebe es. Jetzt frontet er auch noch. Geil, Alter. Ich weiß doch, er kann es. Und dieser Lasko müssen's jetzt ausbaden. Okay. Braune packen sowieso. Was hat er gesagt? Rappen vom Frauen schlagen und Rapper wie dieser Lasko müssen's dann ausbaden. Laucharme passen sowieso besser an Bonnys Loch. Besser, du verbringst weniger Zeit unter der Sonne, Holmes. Drück. Boah, Junge. Rapper wie dieser Lasko. Warte mal. Frauen schlagen, Laucharme. Frauen schlagen, Laucharme. Ausbaden. Nice, nice. Einfach nice. Und dann, Junge, was war das für eine Punchline? Laucharme passen sowieso besser. Laucharme passen sowieso besser in Bonnys Loch. Bonnys Loch besser, du verbringst weniger Zeit unter der Sonne, Holmes. Drück. War auch ziemlich geil, weil es ja wirklich in den Clips immer wie braun gebrannt, wie so Mandelstücke vom Kirmes, Alter. So sieht hier immer aus. Alter, ja, Junge. Ist weg und du verlierst deinen Kopf. Ich komm mit Hackeball, Machete und Luise, dem Boss. Mit Luise, dem Boss. Junge, was? Drück mich weg und du verlierst deinen Kopf. Ich komm mit Hackeball, Machete und Luise, dem Boss. Das ist kein Diss, mein Schatz, so drück ich meine Liebe aus. Ich rap meinen Part, reiß dir das Face ab und zieh ihn raus. Junge, ist das asozial. Aber es ist so geil. Vor allem, man kann ihm es einfach nicht abkaufen, wenn man es visuell sieht, wie er da im Video. Es ist... Alter, aber das Video, ey, ohne Spaß. Am Kuchen dicke, fette Props, Alter. Holy shit. Auch das Color Grading richtig, richtig saftig. Aber Junge, was? Ich komme mit Hackeball, Machete und Luise, dem Boss. Das ist kein Dismatch, Schatz. So drück ich meine Liebe aus. Was hat er dann gesagt? So drück ich meine Liebe aus. Ich rap meinen Part, reiß dir das Face ab und zieh ihn raus. Alter, ich reiß dir das Face ab und zieh ihn raus. Und aus, wie er es hier performt, richtig gut. Junge, 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 was ist das für ein Song? Ich bin wieder back aus der Grundschule und verpasse das pädophilen Bitches in der Monddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Ich bin wieder back aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst. Denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Na sorry, Dicker, aber ich liebe dich. Ich liebe dich einfach. Deine Bitch ist so behaart, die... Oh, was ist das für ein Einstieg? Dieses... wer macht das denn noch immer? Fuck. Wer macht das denn noch immer? Oh, shit. Irgendjemand macht das auch, was ich so liebe. Und dieser Einstieg wieder komplett anders als in den vorigen zwei Parts. Sorgt für die Abwechslung. Und jetzt kommt er auch noch so sanft mit seiner Stimme rein. Oh mein Gott. Meines Lebens ist Karo Cream. Okay, jetzt. Hört mal hin. Deine Bitch ist so behaart, die piliert sich mit einer Rohrzange auf. Grund meines Bart nutze ich Rasierer nur als Mordwaffe. Chorknappen Rapper steht online Bitches ab. Also seid so gut und folgt mir jetzt verfickt doch mal auf Instagram. Wendet euch. Boah, Junge, Junge, Junge. Der hat meine Ohren gerade komplett weggeschallert, ohne Witz. Er kommt so sanft rein. Mit diesem coolen Filter drüber über seine Stimme nach der Hook. Deine Bitch ist so behaart, die pilliert sich mit einer Rohrzange. Auch schon so voll übertrieben und so geil. Und was hat er denn gesagt? Irgendwas mit Chorknaben. Mordwaffe. Oh, Junge, Junge. Und dann Rapper stichen Online-Bitches ab. Und dann kommt er rein. Hätte er das nochmal gedoppelvoiced, hätte er dann noch zwei, dreimal eine Stimme drüber gelegt. Wo er sagt, Alter, warte. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich ehrlich zugeben. Die piliert sich mit einer Rohrzange auf. Grund meines Bart nutze ich Rasierer nur als Mordwaffe. Chorknappen Rapper sticht online Bitches ab. Also seid so gut und folgt mir jetzt verfickt doch mal auf Instagram. Ah, okay, macht er doch. Er hat nochmal zwei oder so Voices drüber gelegt. Aber hätte er nochmal ein, zwei Voices mehr drüber gelegt, ich glaube, dann hätte es dein Ohr noch mehr weggeschallert. Und dann wäre das so ein fettes Highlight gewesen. Ist jetzt schon komplett krass. Holy fuck. Es kommt so nice, er kommt so leise rein. Sorgt für so eine mega geile Stimmung und Atmosphäre und auf einmal knallt da wieder alles weg. Dieser Song ist
wahrhaftig ein Meisterwerk. Holy shit, der ist so krass. Werde Zeuge, wie ich Wichser darf. Per Elektroschock an meinem High Definition Livestream zittern lass. Bitte was? Ich bin Gott und erkläre mich selbst zum Boss dieser Szene. Denn ich kann offenbar Mädels, auch wenn sie trocken sind, jederzeit mit dem Cock in der Kehle. Das kommen Befehlen, die merken das noch wochenlang später, Hurensohn. Komme nicht mit Glocken der Schläfe. Selbst wenn ich Platzpatronen schieße, reißt dir trotzdem der Schädel. Also ganz ehrlich, Leute, wer den Song nicht feiert, ist irgendwie komplett behindert. Also der hat irgendwie komplett eine Spaltung im Hirn und ist querschnittsgelähmt im Kopf. Man hat alles. Wir haben Punchlines, die haben komplett in die Fresse Rap, eine abgehobene Hook, die komplett geil klingt, coole Übertreibung, Representer-Lines, Lines, wo er sich nicht ernst nimmt, Fronts, Doppeldeutigkeiten, coole Wie-Vergleiche. Und jetzt kommt auch noch eine saftige Reimkette hinzu. Abwechslungsreicher Flow. Komplett verschieden. Ey, das ist gerade ein bisschen zu viel mehr für meinen Schädel. Das ist komplett krass. So behaart, die epiliert Online-Bitches ab, also seid so gut und folgt mir jetzt verfickt doch mal auf Instagram. Werde Zeuge, wie ich Wichser darf, per Elektroschock an meinem High-Definition-Livestream zittern lass. Bitte was? Und auch dieses Bitte was? So richtig entsetzt, so bitte was? So richtig überzeugend, so richtig. Ja, Mann! Ich bin Gott und erkläre mich selbst zum Boss dieser Szene. Ich bin Gott und Boss dieser Szene. Denn ich kann offenbar Mädels, auch wenn sie offenbar Mädels. Trocken sind jederzeit mit dem Trocken sind jede. Cock in der Kehle, das Cock in der Kehle, das kommen Befehle. Kommen Befehlen, die merken das noch wochenlang später. Noch wochenlang später. Der Hurensohn, komme nicht mit Glock an der Schläfe. Nicht mit Glock an der Schläfe. Selbst wenn ich Platzpatronen schieße, reißt dir trotzdem der Schädel. Trotzdem der Schädel. Das sind 10 Dinge. 10 Dinger, Alter. 10 verfickte Dinger, die aufeinander reimt. Und es klingt geil. Es klingt noch extrem fett. Es kann sein, dass du hier noch etwas verwirrter bist, weil durch den Track wahrscheinlich eine psychoaktive Wirkung kickt. Real Talk. Ja, richtig. Und jetzt kommt noch Real Talk. Shit, ich bin sowas von Hirn gefickt. Du darfst jetzt schlucken, aber bitte verlieb dich nicht. Alter, was ist das bitte für ein Song? What the fuck? Und jetzt sind da noch Insider aus dem VBT-Dingens. Das war die Runde, die ich meinte, die ich eigentlich nicht so gefeiert habe. Das war diese Runde gegen diesen Fanboy hier aus dem 4/16. Hat er auch gesagt. Aber bitte verlieb dich nicht in der Hook. Crack und Pin und Bitch an und das geht nicht. Du willst ja ficken, aber keiner fickt Punches. Irgendwie sowas. Oh, keine Ahnung, die Runde habe ich nicht so oft gehört. Aber war auch dieses Bitte verlieb dich nicht. Und das als Insider, als Hommage an sich selber. Alter Schwede. Und jetzt kommt die Hook. Ich bin wieder back aus der Grundschule und verpasse pädophilen Bitches eine Munddusche. Deine Schlampe sieht aus wie Karo Cream. Ich bounce auf der Nutte rum, als wäre sie ein Trampolin. Ich bin wieder back aus dem Kindergarten. Meine Texte beschränken sich hauptsächlich aufs Bitches schlagen. Aber sag mir nie, dass du Punches liebst. Denn die Liebe meines Lebens ist Karo Cream. Nee, also wirklich nicht. Also Dank, es ist so. Oh, es kommt noch was, okay. Ja, okay, finde ich jetzt nicht so cool, die Hoodies so. Ich finde das mit dem Graffiti. Ist der Name in Graffiti so als Logo hat, finde ich auf jeden Fall richtig nice so. Die alte Graffiti-Zeit. Ich liebe es und vermisse es. Jedenfalls ist auch egal, aber. Ey, Leute! Haltet es für übertrieben oder nicht, ist mir egal. Dieser Song hier ist für mich ganz klar der beste Song aus der gesamten JCC. No chance. Da ist einfach alles drin, was ich brauche. Alles. Da ist alles drin, was man braucht. Es ist scheißegal. Absolut krass. Ich glaube, ihr habt gemerkt, ich bin komplett geflasht. Ich bin gerade, ich weiß nicht, Digga. Ich bin wirklich
in den Sessel gefickt worden. Punches. Ich liebe dich, Digga. Ich liebe dich. Und nochmal. Der Song hat mich komplett weggefickt. Bester Song der JCC. Absolut. Jetzt kommt noch Parker. Ne? Parker, für den empfinde ich ja echt viel Sympathie. Und es ist meistens echt, das gebe ich zu, nicht ganz objektiv. Und so gern ich Parker mag, so cool wir miteinander sind, aber das zu übertreffen, no chance, keiner aus der Gruppe. Kein Kamru, kein Lasko und auch kein Parker. Unfassbar, was Punches hier abgeliefert hat, ist geisteskrank. Zu gut. Viel zu gut. Wenn der nicht ins Viertel kommt, mache ich keine JCC-Reactions. Ja, das mache ich nicht. Das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. So, so, jetzt gucken wir uns das Ding von Lasko an. Lasko, was da los? Gruppe D, Achtelfinale JCC. Ja, viele waren ja nicht so begeistert davon, dass er überhaupt ins Achtelfinale gekommen ist. Lass mal abwarten, was er uns hier so liefert, ne? Ich bin gespannt, ich war auch nicht wirklich überzeugt von seiner letzten Runde, Aladdin. Aber Fahrrad in Blau war eigentlich schon ganz cool. Muss man mal so sagen. Also war auf jeden Fall besser als Aladdin. Das klang, das war irgendwie so ein Abklatsch. So ein Abklatsch von Fahrrad in Blau, finde ich. Deswegen, let's go mit Was da los? Okay. Yeah, es ist Tune der Boss. Ich hab eine Menge loszuwerden. Yeah. Ah, geht direkt wieder in diese Richtung. Ich halt die Hände weg von Kriminalität. Mama macht schlau, dreh ne Runde um den Block auf meinem Fahrrad im Dach. Habt ihr gedacht, wa? Aber diesmal nicht. Gibi, 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 Gibi. Hä, als ob? Okay. Ja, es ist Tune, der Boss. Ich hab ne Menge loszuwerden. Okay, let's go. Fahrrad in Blau. Ah, nee, wie ist es? Ich halt die Hände weg von Kriminalität. Mama macht schlau, dreh ne Runde um den Block auf meinem Fahrrad im Dach. Ich wollte doch gerade sagen, hä? Okay, jetzt gerade kommt so ein Scratcher. Ich dachte schon, hä, das kenne ich doch schon. Holy shit, aber der Wagen ist auf jeden Fall insane. Erinnert mich direkt an das Auto von Parker, was er öfter mal gemietet hat. Mit Godfathers im Track, mit Godfathers. Bei Godfathers im Track und bei der Runde gegen Sly und ich glaube bei irgendeinem Song nochmal. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Okay, jetzt kommt hier so ein Scratcher, jetzt geht's los, oder was? Habt ihr gedacht, wa? Aber diesmal nicht. Gibi, okay. Gibi, 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 Gibi. Okay, jetzt will er ernst machen. Okay, krank. Aus Hamburg kommt die Sau. Okay, cool. Hamburg ist gar nicht so weit von mir. Ja, Hamburg ist eigentlich ganz geil. Digga, was da los? Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show, überall nur Flow, überall nur Hoes. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Viertelbrunn. Ich sippe Parma an, der mische Karma wird dich ficken wie keine Versicherung. Digga, was da los? Karma wird dich ficken wie keine Versicherung. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Zeile, hat mir gefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Hook ist oder ist einfach der Einstieg? Flow auf jeden Fall. Ja, kann er besser so. Er hat halt eigentlich echt einen guten Flow. So muss man ihm halt lassen. Das Thema hat mir halt nie so zugesagt, aber auch dieses Fahrrad im Blau da, was er da stehen hat, voll cool. Macht er sich so ein bisschen kaputt, aber die Line war auf jeden Fall ziemlich nice. Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show, überall nur Flow, überall nur Hoes. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Viertelbrunn. Ich sippe Parma an, der mische Karma wird dich ficken wie keine Versicherung. Ja, aber Karma wird dich ficken wie keine Versicherung ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Line, finde ich. Digga, warum rappt er jetzt? Ganz einfach, ist gerade der richtige Job. Ich hol mir den Hype von ihm, diesen Typen, der aussieht wie Jan von Gewitter am Kopf. Stimmt, also jetzt, wo er es sagt, so ein bisschen erkennt man die Ähnlichkeit, aber ich habe vorher nie darüber nachgedacht und ich habe das auch noch nie in den Kommentaren gelesen. Unter seinen Songs, okay, weird flex. Die Farbe rot weiß, ich war da mit einer Mische und ich sehe den Mondschein. Man, sie reden nur von Ditten, aber konnten die was ficken, denn die Genital ist minimal der Sache so klein. Okay. Ja, ganz cool. Ja. Komm allein zu nem Fight, Digga. Testo, bitch. Ich nehme gerne Zeit, Digga. Testo, sitz. Du ballerst dir ne Weiße, doch ich nehme die Scheiße niemals in meinem Live, Digga. Mann, ich gebe Feier, Feier in die Kommentare. Schnelle Welle, Kelle, Opa, Opfer jagen. Ist mir scheißegal, ob ich's Topf trage oder Kanak-Frisur bringe Topfware. Eure Rapper. Ja,
Hä? Flo, Flo stand da, lol. Was zum Teufel? Keine, keine Opa-Opfer jagen, ist mir scheißegal, ob ich Zopf trage oder Kanak-Frisur bringe Topf. Support Flo der Flo. Okay. Habe ich jetzt nichts mitbekommen, bin ich ehrlich. Ich verfolge ihn nicht mehr. Keine Ahnung, was er macht. Aber ja, auf jeden Fall cool. Nee, Flo ist echt anders. Also das konnte ich mir nie bei ihm vorstellen. Und wenn ich daran gedacht habe, dachte ich mir so, Digga, das wird ja niemals kicken und wäre bestimmt voll lame. Aber ich bin tatsächlich positiv überrascht. Ist an der einen oder anderen Stelle natürlich noch ein bisschen holprig an der Aussprache und ist es ein bisschen vernuschelt ist. Aber, ja, auf jeden Fall was anderes, was ich nicht so erwartet hätte. Und vor allem nicht, ist es so gut klingt, sag ich mal. Jetzt keine Line gewesen bisher, die überragend ist, außer die in der Hook. Weil es alles schnell durchgerattert wird und da bleibt natürlich der Text öfter mal auf halber Strecke liegen, ne? Eure Rapper haben Technik und Flow, aber keine Ahnung von Emotionen. Standen sie jemals auf Bühnen? Haben sie während des Schreibens Gefühle? Haben sie bist du wie ich? Zeigen sie wahres Gesicht? Zeigen sie Fehler? Ich glaub nicht, alles fake, was sie tun, ey, mein Leben, mein neuer Gesicht. Digga, was da los? Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show, überall nur Flow, überall nur Host. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Viertelbruch. Ich sippe Pama an, der Mische kann man wird dich ficken wie keine Versicht. Digga, was da los? Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show, überall nur Flow, überall nur Host. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Viertelbruch. Ich sippe Pama an, der Mische kann man wird dich ficken wie keine Versicherung. Aber man muss sagen, was? Fahrrad in Blau 1, was beliebt, hä? Echt? War das auf Platz 1? Von der JCC? War es nicht Kamru? Hä? Oder ist es auf Spotify jetzt? Jo, das wäre aber auf jeden Fall eine krasse Zahl, Alter. Holy shit. Würde ich mir aber gönnen. Was ich gerade sagen wollte, ich finde, er performt richtig gut. Er performt richtig gut im Video, muss ich mal so sagen. Aber dafür ist das Video, finde ich, nicht so geil von der Auflösung her, von der Qualität der Kamera her. Und dieses verwackelte Rangezoome manchmal und rumgewackelte, das ist irgendwie gar nicht mein Film. So. Aber Props, Alter. Fahrrad Blau, das ist ja optisch Spotify. Oder halt YouTube ist ja trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr gute Zahl. Sehr, sehr gute Zahl, hätte ich gar nicht mal gedacht. Holy shit. Meiste gehörteste Song, die Hater getroffen, die Kugel war hart. Hin oder her, Digga, Punches, Achtelfinale und du bist doch da. Mucke ne. Noha, ja, die fronten sich gegenseitig. Scheinbar ist da echt irgendwie auf Instagram irgend so ein Beef oder so gewesen, weiß ich ja nicht. Und du bist noch da, ja, stimmt, weil Punches ja immer, wirklich immer, nicht wegen einem Gegner rausgeflogen ist, weil er so einfach selber aufgegeben hat. Oder halt einfach keine Zeit mehr hatte. So. Oder was heißt er aufgegeben? Hat eine Ausstiegsrunde gemacht, weil er keine Zeit hatte. Und das andere war einfach, er hat einen Song, hat einfach sich nicht mehr so wohl gefühlt bei dem, was er gemacht hat im VBT Elite. Und hat einfach dann eine Runde als Rückrunde gebracht gegen Gesamt-Deutschrap. Oder Battle-Rap. Battle-Rap, sagen wir mal so, gegen Battle-Rap. Und das war auf jeden Fall ein fetter Song, finde ich. Ja, war jetzt aber kein guter Front von Lasko. Ich fand den Front von Punches gegen ihn jetzt auch nicht so geil, aber dafür halt den Rest. Ja. Im Internet, aber die Eier, die fehlen da, wenn man zusammenkommt. Übernehme deine Bude, aber mach dir keine Sorgen, denn ich lege meine Mine in kein Sandkorn. Digga, chill grad dein Baller vor dich, Baller, deine Mama hat und meine Worte treffen deine Zähne wie ein Abkant. Ficke diese Enemies alle mit deinem Ballermann und Baller, nur keine Patronen, denn ich baller Hammerparts aus. Ja, ballerst du Hammerparts, ja, aktuell Ballermann im Ballermann und ficke deine Mama dann. Ja, das ist. Das könnte halt selbst mein Uronkel noch machen, so. Also Druck gesetzt, wie die Faust ins Gesicht. Bis auf mich und Rauchgift, doch verkauf mich nicht für die Klicks. Das war wiederum richtig cool. Fand ich von der Betonung her. Babab für nicht. Wer weiß, ich will die Line eingehen. Deine Zähne wie ein Abakant, ficke diese Enemies alle mit deinem Baller. Meine Baller, nur keine Patronen, denn ich baller Hammerparts. Ausdruck gesetzt. Ausdruck ersetzt. Wie die Faust ins Gesicht. Bis auf mich und Rauchgift, doch verkauf mich nicht für die Klicks. Ja, das war cool. Das war cool vom Flo. Aber das davor mit dem, ich baller deine Mama, den Ballermann und baller mit dem Ballermann und ich hab krasse Parts. Nee, Digga, das ist alles andere als krass. Eure Rapper haben Technik und Flow, aber keine Ahnung von Emotionen. Standen sie jemals auf Bühnen? Haben sie während des Schreibens Gefühle? Haben sie bist du wie ich? Zeigen sie wahres Gesicht? Zeigen sie Fehler? Ich glaub nicht, alles fake, was sie tun. Ey, mein Leben, mein neuer Gesicht. Digga, was da los? Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show, überall nur Flow, überall nur Host. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Viertelbruch. Ich sippe Pama an, der Mische kann man wird dich ficken wie keine Versicherer. Digga, was da los? Digga, was da los? Digga, was da los? Überall nur Show.
Habt ihr diese Omi da grad links gesehen? Überall nur Flow, überall nur Host. Der Hammerburger jetzt im Mittelpunkt, der mit seinem Wagen durch Schüttelbrunn. Ich sippe Pommer an, der Mische Körmer wird dich ficken wie keine Versicherung. Folgt mir alle auf Instagram. Ich schwöre, ansonsten gar keine Analyse mehr von Julia. Keine Schwäche zeigen, ja, warum das jetzt sein muss, weiß ich auch nicht. Ja, ich bin überrascht von Lasko tatsächlich, ist komplett anderer Style, den ich auch echt viel, viel schlechter im Kopf hätte, als das, was er halt macht. So, also, war auf jeden Fall nice, war nicht schlecht, aber seit die Konkurrenz, also diese Woche, ne, die Woche ist einfach zu hart, so. Wir haben einen Parker, wir haben einen Punches, wir haben einen Kamru. Digga, das ist ganz, ganz schwierig, sag ich dir ehrlich. Eieieiei, sag ich da nur. Ja, auch. Ja, weiß nicht. Es blieb halt irgendwie nicht so viel hängen. Er will halt Ansagen machen. Und ich find's auch den Ansatz gar nicht mal verkehrt. Also, ich find's. Hat mich überrascht. Und ich bin positiv überrascht von Lasko. Von dem Song, was da los? Auf jeden Fall. Definitiv. Aber. I don't know. Also, ich würd's mir halt jetzt nicht nochmal geben. So, keine Ahnung, dieses. Ich baller deine Mama mit dem Ballermann und warte mit dem Ballermann und Ballermann und ficke deinen Vater und ja, ja, und ich mach krasse Parts. Also wirklich, das hat mein Uronkel schon mal gekickt. So, das sind Zeiten, Digga, das kann man heute nicht mehr bringen, 2020. Baller mit dem Ballermann und baller deine Mama gerade. Das kann man einfach nicht bringen. So, deswegen, und Punches, also da bin ich ganz ehrlich, der hat da gerade ein Brett gedroppt, das ist das Beste im JCC. Meiner Meinung nach, immer noch gesehen. So, Lasko, ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht so, aber es ist halt einfach eine so starke Woche, so heftige Konkurrenz, dass ich nicht glaube, es dagegen den Strom, der noch kommt, anschwimmen könnte. Ja. Auf jeden. Aber er hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ja. Das kann ich dazu sagen, aber Punches hat da mich gerade eben wirklich vom Hocker gewurmst. Jo, das war's mit der Reaction, mit der First Reaction, First Analytics. Und ja, eure Meinung zu Punches und Lasko Song auf jeden Fall gesehen. Wer ist euer Favorit in Gruppe B des Achtelfinal-Battles? Ja, hauen sie rein und haut euren Dick gegen die Glasscheibe.